So Leute, da wir ja sowieso genug Geld haben und jetzt eigentlich so gut wie, außer mit den Kunstwerken halt, die wir irgendwann dann nochmal ein bisschen nachholen werden, da wir jetzt durch sind mit dieser kleinen Welt, mit diesem kleinen Abschnitt, ich nenne das ja eigene Welt immer, werden wir jetzt hier dann für diesen Teil auch in dem Wunderballautomaten alle Sachen kaufen. Karierte Windmühle. Schwingling. Eichhörnchenstamm. Rosa Kaffeesahne. Gestreifte Windmühle. Minzmakaron. Blaue Wolle. Rote Wolle. Und unser ultra seltenes Auto, das wir auch dann gleich tragen werden. Ein Cupcake. Und zu guter Letzt, rosa Makaron. Makaron. Achso, jetzt hätte ich auch direkt draufklicken können. Ich bemerke gerade, dass ich, so wie im letzten Part, hier immer noch eine Biene oder irgendwas anderes in meinem Zimmer habe. Die ist halt direkt hinter mir. Ob das jetzt so gut ist? Ich warte mal kurz. Flieg raus! Flieg raus! Bruder, flieg! Ja. Nee, du kommst da mal irgendwie rein. Ja gut. Hatten wir schon mal einen interessanten Part beginnen. Wir geben uns jetzt hier hin. Ich werde das Outfit gleich anziehen. Oh, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 10 Grenzenblumen. Ja, Bruder. Ich bin rich. Ich habe 165. Ich habe schon richtig viel ausgegeben, ja. Ich bin richtig ehrenhaft und verschenke die einfach. Danke, es geht mir schon viel besser. Mein Zirkus. Sus. Oh, lol. Das ist krass. Spektakel mit Makel. Herzlich willkommen. Spinnerei. Okay. Wieder nur 6 normale Grenzblumen plus halt die 3 da nochmal. Als ob die jetzt schon. Bruder, wie ist die hier wieder reingekommen? Schon mehrere Male, scheinbar ja. Ey, ich hab hier Angst. Flieg doch raus. Nein, hau ab. Ich wurde letztes Jahr gestochen, deswegen hatte ich keinen Bock drauf. Jetzt bleib draußen. Es ist so weit zu, die darf hier nicht mal wieder reinkommen, eigentlich. What the fuck? Jetzt hab ich Schiss, Alter. Die ganze Zeit so ein Viech von hinten kommt, Alter. Um mich zu töten. Eher weniger Bock drauf, eigentlich. Würde ich der Welt zwar einen Gefallen mit tun, aber. Nee. Ha, 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 wie lustig. Warte mal, ich kann die nicht futtern. Drecksviecher. Oh, guck mal, die Yoshi-Musik ist das, also die von Crafted World, aber ein bisschen anders. Ah, es hört sich auch geil an, Alter. Die Mucke, die Nintendo immer raus, Alter, haut, Alter, für die Games. Unnormal. You must feel it. Aber kein Scheiß, ist sie wieder hier? Ich weiß gar nicht, ob ihr die hört. Ich höre, dass sie wieder was. Oder. Bleib raus! Das ist der große, große Nachteil, wenn einem direkt im Nacken so ein Fenster ist. Ja? Nicht so geil. Ich höre die hier die ganze Zeit, Alter. Und ich glaube, die ist auch gleich wieder drin. Wie auch immer die das immer schafft. Ich hab das Fenster zu. Wie? Fuck, die ist über mir. Jetzt sehe ich es erstmal. Bruder, wie kommst du hier die ganze Zeit rein? Ich muss sie aufnehmen. Ich habe überhaupt keine Zeit für dich. Wartet mal eben.
Ja, geh halt selbst zu dem Scheißfenster, danke. Und jetzt piss dich. Hau ab! Blair! Hau ab! Mango! Bruder, was machst du da? Scheiße! Du sollst raus, sagte ich. So. Fenster komplett verschlossen. Alter. Alter. Der Part hat bisher überhaupt keinen Inhalt. Also wirklich überhaupt keinen. Alter, was ist hier los? Soos. Ich dachte mir eigentlich gerade, ich cutte das raus, aber weißt du was, Alter, das ist... Also, das jetzt nochmal hier. Aber es ist irgendwie funny. Ich weiß auch nicht. Ich hatte aber eher weniger Bock. Ihr könnt still da sitzen, ja? Und kommt das scheiß Vieh und sticht euch ab. Alter. 10 Jahre Freiheitsstrafe, würde ich da mal behaupten, ne? Ja, Nintendo denkt, ich wäre dumm. Oder blind. Dumm bin ich, denn ich treff's nicht. Alter. So leicht. Als ob. Nee, das können die mich nicht. Das können die mir nicht erzählen. Wird langsam ein bisschen heftig. Ach komm, Alter. Warum kommt dieses Vieh eigentlich, kam dieses Vieh jetzt eigentlich die ganze Zeit zurück? Was hat die hier? Ich habe hier nicht irgendwie was Spezielles hier drin in meinem Zimmer. Hä? Hatte die Hunger? Keine Ahnung was. Kenne mich da jetzt nicht so aus. Irgendwas Besonderes? Ah, okay. Ja, okay, alles drin. Nice one. Ja, ich denke nichts mehr. So, oder? Sonst Spezielles. Gehen wir weiter. Warte mal. Okay, es ist da nichts. Ha! Ha! Ist das jetzt weg? Jetzt ist das Kackding weg, ne? Ah, gut. Was hatte jetzt diese Wolke da für einen Sinn? Könnt ihr mir das mal bitte erklären? Oh nee, sag nicht, das ist schon wieder sowas. Ah doch, hier sind ein paar Münzen. Hilfe. Huch. Tut mir leid. Ja, okay. Ey, ey. Huch. Als ob. Och nee, ey. War so easy. Lol. Wieso verkacke ich jetzt auf einmal so? Alles wegen der Biene.
Oder was auch immer das war. Kenn mich da nicht aus. Mein Gott! Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Wieso kann man die nicht... Oh, fuck! Nein, ich hätte hier die einen noch kriegen. Aber jetzt kann ich hier die ganzen Sachen nicht... Ja. Ja! Ja. Welch ein Fuchs ich doch bin. Moin. Keine roten Coins? Dafür habe ich jetzt mein Leben da mit diesen Drecksviechern riskiert. Ah, wir haben alle. Gut. Gut, gut. Ah, okay. Easy. Uns fehlen 3 Blumen. Was? Wo denn noch? Scheiße, Alter. Also hat die letzten Parts über besser funktioniert, sagen wir es so. Aber gut, wir haben da noch welche bekommen. Also fehlen uns nur noch 3 aus dem Level selbst. Wobei ich fand, ich habe echt krasses Zeug schon gefunden. Also ich habe das ganz gut hingekriegt, dachte ich. Ja, klar. Ich habe das Outfit wieder vergessen, ey. Mein Gott. Aber das mit dem Leben haben wir sowieso schon. Und ja, es klappt auch so inzwischen, finde ich. Sind zwar ganz hilfreich, aber... Ja, fällt mir auch ein, Alter... Wir haben im letzten Part das so scheiße, im vorletzten ist es inzwischen schon, so scheiße nur hingekriegt mit den Leben. Okay, die Fails habe ich rausgeschnitten, aber trotzdem. Weil ich ja einfach gar kein Outfit hatte, sonst hätte ich ja, glaube ich, gar keine Leben verloren, oder? Verdammt. Ja, am Anfang müssen wir eigentlich noch gar nichts machen, gucken. Weil wir haben ja die ersten 3. Geht doch. Ist doch ganz easy peasy. In Kugelwillis denke ich eher nicht, oder? Ach komm. Warte mal. Müssen wir jetzt... Hilfe. Ja, klar, dass wir die vorhin nicht gesehen haben. Da bin ich ja dummerweise gefailt. Wow, da habe ich jetzt aber viele Leben von abbekommen. Jetzt wieder hier den Mist mit den Kugelwillis, weil wir hier wieder mal keine Eier haben. Nee, warte mal, das haben wir doch auch gerade gemacht. Wir haben ja bisher auch keine verpasst. Warte mal, uns fehlt sogar nur noch eine? Ja, moin. Oder warte mal, kann man sich vielleicht länger auf... Oh. Ach, komm, Alter. Ja, moin. Dass ich da noch drauf gekommen bin, dass man vielleicht irgendwie auf die... Alter, was ist das denn für ein Level? Aber cool gemacht. Es ist zwar mal so scheiße, man muss so lange suchen, dann... sowas teilweise, ne? Aber es macht irgendwie Spaß, ich weiß auch nicht. Zum Glück, ne? Zum Glück. Achso, doch, warte mal. Wir müssen ja noch die Schnuffelchen suchen. Und da ich jetzt auch noch genug rauscutten kann...
Machen wir auch das nächste Level, glaube ich, noch. Ja. Easy. Ich sag, man braucht später nochmal diese Raben. Man muss die suchen da im Hintergrund. Diese Vögel. Keine Ahnung. Ich sag, das ist ein Rabe. Jetzt ist auch eine Ente. Lull. Das könnte ich mir aber gut vorstellen. Okay, das ist sehr easy gewesen. Gleich wird's. Ach komm. Ich bräuchte die Eier. Huch. Okay, eigentlich bellen die auch immer. Aber wir müssen uns mal beeilen. Weil 3 Minuten 30, Obwohl wir ihn jetzt eigentlich schon bellen hören müssten. Den kleinen Go. So, ist auch noch der zweite, also nichts verpasst, logischerweise. Wäre schön, wenn es jetzt schneller gehen würde. 1 Minute 30 noch circa, okay. Ah, jetzt nicht mehr. Und wir müssen es ja auch nicht komplett ausschöpfen müssen. Ach, da hinten. Da hinten ist er. Level kommt einem auch immer viel länger vor, wenn man es zum ersten Mal halt spielt mit allem Sammeln und Gucken und sonst was, ne, ey. Krankhaft. Okay, hier waren die Schnuffel verdammt einfach, fand ich. Es wird irgendwie auch einfacher eher als schwerer, finde ich inzwischen. Vor allem in den letzten zwei Leveln, fand ich. Es ging gut. Das ging sehr gut. Aber ich denke, bald kommen wieder sehr gemeine Sachen. Sollen wir direkt was nehmen? Nee. Wir gucken jetzt erstmal in unsere jetzigen Outfits rein. Diese ganzen Ausrufezeichen mal weggehen, einfach mal über alle drüber. Zack, 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 zack. Okay. Und wir nehmen uns den Cupcake. Spukwarnvilla. Und das sind wieder 8. Ach, komm mal da. Das wird wieder schwer. Aber jetzt ist wenigstens die Biene weg. Das hat uns auch verdammt aufgehalten. Müssten wir auch überziehen eigentlich ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie viel ich jetzt rauscutten werde, kann, was auch immer. Aber guck mal, es hängt doch schon gut an. Also müssen wir vielleicht hier gar nicht so lange rumhängen. Fände ich sehr empfehlenswert. Komm her. Hey, was? Alter, ob. Ich dachte, da wäre safe eine rote Münze. Lecker, lecker. Sind wir jetzt hier auf dem richtigen Weg schon, oder?
immer genau nachgucken. Sehr wichtig in diesem Spiel. Ich glaube, das ist ein geiles Level noch. Aber bisher gefällt es mir. Nicht einfach nur, weil ich das gerade hinkriege gut. Nee, nee, das ist cool. Ah. Okay. Das ist also der richtige Weg schon. Huch. Es ist ja verdammt einfach, das Level bisher. Bringt es vielleicht was, ihn abzuwerfen? Ah! Keine rote? Okay. Das war auch höchst verwunderlich. Okay, nicht zum Abwerfen. Also der Pro ist wieder da. Müssen wir abwerfen? Da ist eine... wieso keine Red Coin wieder? Ist ja lächerlich. Ah, ein Schlüssel. Ich dachte, wir müssen alle abwerfen. Können wir auch mal machen. Ja, okay, das war dann die rote. Ey, geiles Level, Digga. Ich komme gut klar und es ist cool gemacht. Auch wieder was Schönes, Neues. Geschenk da hinten, eine rote Coin. Ich wusste es. Okay, hier ist diesmal nichts versteckt, zu easy. Oh nein. Ich befürchte Schlimmes. Ist bisher aber alles nicht nur relativ einfach, verdammt einfach. Huch. Hilfe. Du dreckiger Hund. Nein. Was? Wie sollte man denn da rüberkommen? Er ist da auch hochgekommen. Mein Gott, du nervst. Boah, ey, wenn die jetzt die ganze Zeit noch hier sind, ne? Unmöglich. Auf Ansage. Diese Time-Challenges und sonst was noch nicht verkackt habe bis jetzt, ne? Auch ein Weltwunder. Ach, komm!
Fuck, wie sollen wir hier wegkommen? Ich gehe jetzt. Lass mich in Ruhe, ey. Kein Bock auf euch. Nein, 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 nein. So fallen wir runter. Nicht töten, nicht töten. Nein! Boah, ganz knapp noch bekommen. LOL! Was hat der denn für Probleme? Alarm! LOL. Wie es hier aussieht. Okay. Wie viel Blumen fehlen noch? Eine noch. Nice. Nice, nice, nice. Nice, nice. Und die ist da drüben. In der Kiste. Oder nicht? Hä, hier ist noch so viel. Ich komm da gerade gar nicht drauf klar. Alter. Ist ja krank. Achso, die Kiste war versperrt. Hä, ist das, hier sind mehrere. Okay, Red Coins einmal hier noch. Alter, wie groß ist dieses Level? Es ist mega gut gemacht. Aber man muss in den Vordergrund dann werfen. War da? Lob, Nintendo. Lob. Das ist wieder ein Level, was mir sehr gut gefällt. Ja, das finde ich cool. Vielleicht liegt es auch wieder nur daran, dass ich es hinkriege. Deshalb mag ich es auch einfach nur. Weil ich hier keine Probleme habe bisher. Aber das Level wird noch lange gehen. So, jetzt hier unten nochmal. Alter. Jetzt geht's hier wieder zur Sache. Oh. Was ist denn mit dem los? Ah, das ist der Weg nach oben. Als ob der bis da hinten durchläuft auch. Nein! Mach, 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 mach! Nein! Das war sogar der richtige Weg hier, scheinbar. Weil man hier ja diesen Schlüssel kriegt. Ah, heilige Scheiße, wie lange geht das Level bitte? Da hat einer bei Nintendo wohl nicht genug bekommen. Aber jetzt ist zu Ende, glaube ich. Denkt mal nur. Es fehlt tatsächlich noch eine Red Coin. Jetzt nicht verrecken. Nein! Fehlt uns jetzt irgendwas? Ach, bitte nicht. Bitte nicht! Ich will nicht nochmal das machen. Okay, Leute. Auf ein neues. Okay. Es hat eine Redcoin noch gefehlt.
Scheiße. Aber dafür haben wir zwei krasse Level gespielt. Also wirklich, die haben mir beide sehr gut gefallen. Na okay, die letzten beiden Dinger, da haben wir jetzt nicht mehr bekommen. Aber es war wieder ein sehr nicer Part. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Waren beides coole Level. Sind weit gekommen wieder. Und ja, bedanke mich fürs Ansehen. Lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat und ihr den Kanal damit ein bisschen unterstützen wollt. Genauso könnt ihr dann aber auch nochmal, ohne selbst was dazu zu zahlen, auch Sachen bei Amazon kaufen. Über meine Links unten. Zum Beispiel mein Mikro, was ich benutze oder was auch immer. Yoshi auch, ne? Zum Beispiel aber auch bei Instant Gaming. Da gibt es das ein bisschen günstiger halt nur als digitales Game aus dem eShop. Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst auch ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Part. Yoshi's Crafted World. Bis dahin und ciao.